Yeah. Things just got bad. Real bad. Listen to me. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good. Thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. Oh, I'm a Leon. Echo to HQ, can you read me? HQ to Echo, report. Hey! What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate, come on! We detected traces of the C virus in the gas. Looks like the same gas that hit Tall Oaks. We're moving in to search for surviving evacuees. Wait! We want to help. All right, come on. This way! Don't go near the gas. Oh nein, ich muss fahren, oder? Nee, musst du nicht, das ist das Coole. Wir dürfen den Computer genießen beim Fahren. Over here! Oh, eine Münze? What's it like out there? Oh, okay, das Nervige kommt davor. Münze im Regal? Ja, sehe sie. Fuck, da ist noch eine Kiste. Ja, kannst du bitte... Danke, Spiel. Ich war... Oh, okay, ich komme auch nochmal zurück. Ja, genau, wir müssen hier weg. Ja. Okay, das hat zu lange gedauert. Ja. Ups. Aber nicht aus, als hätte sich Leon in Zombie verwandelt, sondern eher als wäre Leon gerade aus dem Bergwerk gekommen. Ja, ja, stimmt. So, jetzt Münze, Scheiße sammeln, weg. Ich will das rote Kraut. Scheiße, also Münze auch, aber... Ja, fuck. Das rote Kraut werde ich nicht nehmen. Ey, lass mich doch laufen, verdammte Scheiße. Mein Inventar ist wieder voll aus mir unerfindlichen Gründen. Ei! Blöder Wichser! Ja. Ja, ich komm. Alles gut. Lass uns raus. Oh ja. Ja, wir können euch leider nicht helfen. Tut uns leid. Das ist scharf. Oh, ich kann hier nichts auf... Oh! Wie kannst du mich in einer Interaktion unterbrechen, du Scheißi? Alter! Das Sturmgewehr einen stärkeren Nahkampfangriff hat. Ich bin total desorientiert gerade. Oh. Hä? Ach so, wir müssen an die Aufzugtür. Einfach. Eben hat aber den roten Knopf nicht angezeigt. Weil ich war da schon dran. Ja.
Du wirst als Held. Die werden ungefähr 5 Sekunden an dich denken. Ja. Ja, das hier meine ich. Ich dachte, das kommt vor dem Hochgehen. Ziemlich cool. Wenn man sich auch wieder so umgucken kann. HQ to Charlie. Change of plans. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Da bin ich froh, dass wir hier nicht durchmanövrieren müssen. Ja. Aber ist so ein bisschen was zum Genießen für Leute, die gerne bei irgendwas hingucken. Hat eine coole Atmosphäre auf jeden Fall. Leider nur von kurzer Dauer. Geschrei abgestellt. Das ist wahrscheinlich das Beste am ganzen Spiel. Naja, sage ich ja, eine von also ich bin da, das ist was, wo ich mich immer dran erinnern konnte. Egal wie lange ich das Spiel nicht gespielt habe oder wenn ich gerade mal angekackt vom Spiel war. Nicht richtig geil. Wir müssen jetzt übrigens nur ganz schnell irgendwo rüberklettern, weil wir sind zum Arsch. Ja, hätte du mal back. Da über die Barrikade müssen wir, glaube ich, nur. So, ich muss dich hochwerfen. Ja, das haben wir nämlich letztes Mal nicht kapiert, das weiß ich noch. Wir waren nämlich abgekratzt, weil wir vom Nebel dann verschluckt wurden, sozusagen. Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen unnötigen Tod, weil ich zu lange unten war. Ja, passiert. Hätte ich genauso nicht genauso gut treffen können. Ja, der Klassiker. Ja. Ach, jetzt kommt das, was war. Das ist die Intro-Sequenz, ne? Ja. Quasi Prelude und mehr. Ja, das wäre jetzt quasi das Prelude und das wird dann ja abgekattet irgendwie. Schätze ich einfach mal. Ja, dann schlepp mich mal. Leon, it's. Yo, noch näher an mir dran, bitte. Ach so, hier in der Seitengasse. Leon, that way. Leon, do you hear me? Are you all right? I'll live. I've got a feeling. Oh, Alter! Danke. Richtig vielen herzlichen Dank. Hätte ein Treffer ein bisschen wieder. Danke. Ja, aber du kriegst es. Mich haben eben gerade, als wir durchgeklettert sind, von hinten die Zombies getroffen. Ein paar Schlägen. Drei Dings. Konnte nichts machen. Können wir nochmal angucken? Ne? Gibt es da? Ich hab. Ja, den kannst du angucken und. Keine Ahnung. Ich glaube, hier war auch eben noch ein Gegner, ne? Irgendwo. Ja. Nö. Jetzt kommt einer. Ach so, ja, das war das. Oh, jetzt noch eine blaue Münze. Ja, war im LKW. Ah,
Ich möchte aber auf jeden Fall den Sprengsatz loswerden. Ich benutze eh nicht. Oh, hier ist ein grünes Kraut. Grünes Kraut, grünes Kraut, mein Freund. Oh, ja, nehme ich. Wie viel Energie hast du? Fast voll. Ach so, scheiße. Ich hätte mal einen Heilsprit. Deos habe ich eigentlich. Eins noch. Ja, ich habe nämlich fünf. Ich werde jetzt einfach mal. Warte mal, ich lade uns aber beide auf. Ich will mich jetzt nicht allein. Oh, fuck. Weil ich bin nämlich fast leer. Oh. Alter. Da lohnt sich die Shotgun endlich mal. Okay, so jetzt. Wenn die tot sind, bleib mal einmal ganz kurz stehen. Ich will nur mal kurz für, Heilsprit benutzen, dann wirst du gleich komplett mit aufgeladen. Ja, mir fehlt eh nur ein Ding. So. Ja, ist ja egal, aber dann ist es halt voll, ne? Als wenn ich es jetzt umsonst benutze. Ich hab das gewackelt. Ja, und nimm seinen Vorschlaghammer. Sehr schön. Oh yeah. Super Stau. Hennigan, can we make it to the tower this way? Yes, just keep moving in that direction. Bleib mal bei der Flinte, ne? Jo. Und Roundhouse Kick. Okay, wir müssen hier irgendwo so ein Auto zur Seite schieben, glaube ich, oder so. Gehe ich lieber nochmal zurück. Eine Straßenbarrikade zu weit. Das war synchron. Ah, da müssen wir lang. Okay. Au! Alter! Jetzt geht wieder so viel ab, dass ich gar nicht hinterherkomme. Laufen. Ich glaube, das war super nervig. Ja. Das war schon im Vorspann super nervig. Am besten finde ich, dass man sich hier gegenseitig blockieren kann. Ja, ja, definitiv. Das ist total geil. Gehe ich auch steil drauf. Das ist wieder die andere Perspektive, ne, oder? Over here. Ja. Gerade auslaufen. Ab in Heli, wo wir gleich mit abstürzen können. Und wieder ein aufopferungsmäßiger Soldat im Arsch. Oh. Abwärts. Was zum? Ich will jetzt die ganze Welt von wo mache ich Vorspann. Alter Schwede, jetzt geht die. Jetzt geht meine. Komm schon! Oh. Kam, ja. Was ist da los? Jetzt spackt meine Sequenz mal ordentlich. Der Heli macht es nicht mehr lange. Nur noch ein Stück. Ich glaube, es ist dein Part. Warm zur Hölle. Helena! Gar kein Problem. Mache ich so nebenbei beim Fliegen. Ja. Mist! Festhalten! Ich hoffe, das ist bald vorbei.
mein Ding ist gerade verlassen. Endlich wieder abgestürzt. Also, das wird jetzt definitiv in diesem hochgeladenen Videos meine unschönste Video-Cutscene. Gibt am Event. Ja. Wenn sonst die Zombies da unten mal anrechnen würden. Okay. Ja. Ja. Könnte auch wunderbar noch eine blaue Münze versteckt sein. So, Pistole. Und wieder alles voll, ne? Ja. Ja, da ist auch eine blaue Münze. Echt? Rechts im Regal. Rechts im Regal. Da. Warte, da. Hast du auch eine zweite da? Eine zweite? Vielleicht. Nee, das ist eine Scherbe. Achso, nee, Scherbe. Das war ein Bruchschliff. Ja. Ja. Oh, ich habe wieder Sprengsätze. 3 Stück. Okay, die kann ich gegen Endboss nutzen. Gut. Schon wieder massig Munition gesammelt. 180 fürs Maschinengewehr. Na, die werden 41 wir aber auch, für Sniper. Die werden wir aber auch gleich brauchen. Oh, warum spackt jetzt meine Aufnahme ab? Hatte ich das Video gelöscht? Ja. Something doesn't feel right. So. Ja, super. Rüber. Ja, okay. Nein. Ah, die sind tot. Ich bin back for more. Unbesiegbar. I know what you did. Data! Ja, ein richtiger Fuchs. Disobey me. You took Wesker's son away! Och, komm schon. Use that bastard's blood to make the virus stronger! Oh, Dinosaurier-Action. Hope you got friends on the other side. No one's gonna miss you here. Ja, der war cool, Leon. Ah, der war gut, ne? Großer, dicker Dinosaurier. Oh boy. Weiß nicht. Hey, warum musst du ausgerechnet hinter mir herkommen? Das ist unfair. Lauf hinter Brett vorm Kopf. Oh, hier, komm her. Du musst hinter dir herlaufen, hab ich Kisten. Ja, hab ihn mit der Fass. Hau ihm in die Fresse, das musst du machen. Ich muss ihm in die Fresse hauen? Ja, ja. Oh, du hast Weg. Oder... Nee, ich kann das nicht. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, genau das. Meine einzige Daseinsberechtigung. Ja. Oh, Magnumschuss. Kann ich bitte ganz schnell was. Oh, fuck. Ich hoffe, das ist kein Instant Death. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Instant Death ist. Warte, ich schieße einfach mal drauf. Ich hoffe, das hilft. Doch nicht. Oh, der hat, glaube ich, gesessen. Hatte
endlich mal einen guten Treffer. Oh, der auch. Okay, der macht am Bauch und am Kopf macht er immer so eine tragischen Punkte frei ab und zu euch. Nein, ich will noch die Magnum-Schuss, bitte. Boah, Alter, bei mir. Einsteigen. Alter, bei mir kommt gar nicht mehr daher. Ich sehe schon wieder nur noch. Oh, ich bin überhitzt. Glaub nicht. Spiel, könntest du aufhören mit dem Cutscenes jetzt, Alter, mein... Oh, du musst ihn hauen, du musst ihn hauen. Bist du da? Mach ich sofort. Ich brauch noch die Magnumschuss. Scheiße, das war nicht die Magnumschuss. Ja. Ich auch. Wo war die denn zur Hölle? Shotgun. Shotgun, ja, hab ich. Scheiß auf Shotgun. Ja, ja. Mit dem Arsch. Okay, du musst ihn hauen. Tut mir leid. Hier auf dem Boden, Affe. Kann. Ich finde die Magnum-Schuss wohl nicht wieder. Also ich... Oh ey, das zieht meine Frames so runter, dieses... Nein, ich mich hier weg. Ach so. Dann noch besser. Au. Ist das jetzt gerade Instant Death? Nee. Hatte ich ja auch erst gedacht. Oh, aber es hat viel Energie abgezogen. Sehr viel. Ich würde sagen, es ist jetzt mal lange genug überhitzt, das Teil. Der ist links. Oh, lass mich doch hier runterspringen. Spiel. Oh, jetzt kann ich auch. Boah. Ja, sorry, den habe ich versaut. Das musst du machen. Mensch, bei mir bleibt der Bildschirm noch dazu stehen. Okay, das explodiert. Oh. Na, natürlich hat er mich damit getroffen.
Ach, Gott sei Dank. Schlafen. Gott sei Dank, bitte lass. Bitte gib uns ein wenig Ruhe vor Videosequenzen und Mutationen. Mein Laptop weint schon. She's heading to the roof. Let's hope the elevator still works. What's wrong? It's nothing. Let's go. Alter, krieg dich jetzt mal wieder ein, Aufnahme, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Vor allem, weil jetzt gerade auch so coole Videosequenzen sind, Alter. Ich will die nicht versaut haben. Yo. Enter the Matrix. Hier jetzt Quicktime oder nicht Quicktime? Nee, ich glaube nur Klettern. Wasn't planning to. Hab ich das gerade versaut oder? Keine Ahnung. Ah. Okay, wenn wir falsch drücken, können wir fallen. Ja. Ich bin der. Ich versaust. Ich bin mir gerade unsicher, ob das an dir lag oder an mir. Nee, ich hab, glaube ich. Ob ich vielleicht zu schnell geklettert bin. Oh. She went up. Hurry. Okay. That's enough climbing. You're going down, Simmons. Oh, das ist ein Trick. Hab ich auch nicht gesehen. Ist auch schön, dass wir wieder automatisch den gleichen. Kriegen wir in der Magnum-Schussfolge. Da können wir gleich verbraten. Perfekt. Alter, du Kackter. Einfach schon runtergetreten. Oh, Mistviecher, ey. Zombie. Das war doch mal entspannt. Ja, der lässt mir jetzt aber auch keine Ruhe hier mit den Cutscenes, ne? Dass das Spiel mal, dass die Aufnahme sich mal wieder ein bisschen beruhigen kann. Warum muss sie eigentlich zwingend vor ihm klettern? Ich habe keine Ahnung. Oh nee, echt 18 Meter? Ja. Ja, mein Bildschirm steht. Ja. Quicktime verkackt. Bei mir.
über mir? Hä? Was passiert denn jetzt hier? Alter, tu mir mal einen Gefallen, wenn wir den nächsten Kontrollpunkt haben. Lass uns nochmal kurz rausgehen und dann auf Fortsetzen drücken. Ich muss irgendwie nochmal schauen, was gerade abgeht. Ich kann nichts machen, Alter. Ich sehe nichts. Null. Not if I can help it. Come on, wake up. If you're really Ada, I know you can pull through this. We both can. Kann ich jetzt mal schießen. Alle. I was just resting my eyes. You shouldn't sleep on the job. In case you haven't noticed, Simmons doesn't take rejection well. Oh, sorry, Leute, hier ist gerade irgendwas total im Argen. Munition, bisschen abwinken. Ah, fuck you. Alter. Oh, ey. Dass ich hier schon mit am Hacken auf den draufballer. Das sieht noch nicht mal. Na los, Ada, muss nur noch prügeln. Alter, was macht... Ey. Das ist eine echt unschöne Aufnahme. Ganz unschön. Viel Spaß beim Gucken. Oh. Fuck. Oh, fuck. Alter, noch mehr vielleicht? Lass mich doch erstmal aufstehen. Warte, jetzt habe ich wieder ein paar Schuss. Leon. Do you want to live? Then beg for your life. Der braucht halt nur eine Kugel im Schädel, oder? Ja. Das war jetzt aber Glück, dass ich mal wieder 2 Sekunden lang Kontrolle beim Bildschirm hatte. Grüße, hast du eine versaute Aufnahme? Hä? Das ist doch gar nicht das Originalende. Ja, sehe ich auch nicht. Ja,
Er müsste doch eigentlich runterfallen und aufgespießt werden. Ja. Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden Sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Ach, okay, wir gehen jetzt noch mal oben, ohne Sie. Ada! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie ihr nach. Auf besseres Wetter warten wir. Nein, wir bleiben zusammen. Jetzt müssen wir noch einmal schießen, dann ist Ende, oder? Nee, ich glaube, wir müssen... Our ticket out of here. If we can get to it. Enough is enough. You're finally gonna get what's coming to you, Simmons. I'm sure they saved the room for you in hell. Ficker, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, Simmons zum 12. Mal töten. Danke für das. Okay. Now go. Aha. Oh, eine blaue Münze. Wo? Hier, wo ich bin. Also ich ziel drauf. Jo. 72 Schuss Shotgun. Ja, aber habe ich auch viel von, aber nur weil ich es nicht benutze, weil sie jetzt gerade gar nichts mehr bringt. So wirklich. Oh. Ich würde mich eher über Sniper freuen. Auch ohne Ende hinterher geworfen. Trotzdem Kampf immer noch 23 Schuss. Oh, Magnum. Alter, Magnum habe ich, glaube ich, ein paar mehr. 19 Schuss. Plus die im Lauf. Wo warst denn die auf? Gar nicht. Ich habe die eben alle gekriegt auf einmal. Ich habe gar nichts aufgebaut. Ich habe eben gerade in dem Kampf, da wo du mit Ada zusammen... Mehr Magnum. Ja. Ich habe eigentlich eben volles Brett in dem Kampf, als du mit Ada zusammen warst, draufgeblattet, Magnum. Up you go. Natürlich. Leon! Vielleicht benutze ich die Magnum jetzt. I'm alright. Just get me out of here. Got it. Like to play rough, huh? Okay. So, was genau muss ich jetzt machen? Keine Ahnung, ich hier rausholen. Oh shit. Wie auch immer. Das hier ist eine.
Doppeltür, scheiße. Leon! Oh. Oh, fuck you. Okay, okay, ich hab's. Ich hab's kapiert. Darf ich kurz meine Ruhe haben? Passiert jetzt was mit dir? Also. Ja, ich fahre super langsam. Absolut. Oh. Elena, what's going on? Hold on! I'll take care of it! Okay. Oh. Shit, Alter. Geht auf jeden Fall langsam Munition aus. Ja, das ist okay. Mama mia, ey. Schießt du gerade mit drauf? Ja, natürlich. Musst du mich nicht weiter nach vorne holen? Ah, jetzt funktioniert. Achso, ich musste warten, dass der wieder funktioniert, der Scheißapparat. Ich konnte ihn eine Zeit lang nicht bedienen. Ja, weil das Ding fuhr. Ja, hallo? Das ist. Krieg jetzt eine Top-Wertung für 500.000 Headshots mit über 200 Schuss. Ja. Ich kriege eine Top-Wertung für. Wie verballern sie 25 Magnum-Schuss innerhalb von einer halben Sekunde? Scheiße. Oh, das kotzt mir schon wieder an. Bin eh gleich zu Ende. Ja, ich. Magnum Shots hätte man vielleicht halt trotzdem noch gebrauchen können, ne? This is bad. We gotta get to the helicopter. Oh, ups. Das würde ich nicht machen. Okay. Wahrscheinlich zählt das auch gegen mich in der Wertung, dass ich die ganze Zeit mit der Magnum auf den Kopf von der Fliege geballert habe. Weil es ja dein Ding ist. Keine Ahnung. Nicht einfach mal von außen. Sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Oh. Alright, we need to ground this asshole. I'll be damned if I'm gonna let him stop us. He's trying to protect his head! Ah, okay, da habe ich mich. Ei. Lass es dir schmecken.
Hä? Alter. Sagt er. Okay. Das hier. Ich mach, glaube ich, meine Magnum. Ja. Ach, ein Zombie, ne? Ach ja, cool. Stimmt. Ja. Hast recht. Ja, dann. Nee. Irgendwie nicht. Doch. Okay. Es hat einen Moment gedauert. Ja, deswegen habe ich nicht. Jetzt müssen wir warten, bis er den schnappt, ne? Also wahrscheinlich muss man trotzdem anschießen oder so. Nimm dir doch hin, du Penner. Oh. Ach, danke. Hat lange noch gedauert, bis er ihn mal gefressen hat. Ja. Zieh ihn dir rein, stürme. Chopper, this floor isn't stable. Ja. So, und das für ein Trick. Nochmal umgedreht, der Penner. Ja, Alter, blöde Kuh. Okay, jetzt. Oh,
Mist, was können wir jetzt bloß tun? Aus dem Raketenwerfer in der Hand zu nehmen und ihm die Rübe wegzuballern. Ja. Ich brauch nicht mal mehr schießen oder was? Kriegst du bestimmt gleich 50% Headshot-Quote, weil du der Einzige warst, der mit dem Raketenwerfer drauf geschossen hat. Ach, jetzt wird er ausgeschossen. Okay. Das war's, was mir gefehlt hat. Mehr als 10 Bilder pro Sekunde. Capcom. That's for my sister. Come on. Let's get to the chopper. Oh, ich guck mal, ich kann. Let's get out of here. Ja, ich spreng den Chopper jetzt in die Luft. Ich dachte eben gerade schon. Ich dachte gerade kurz, das wird jetzt doch als tot gezählt. Das ja, ich habe das auch eben gerade gedacht. Weil direkt mit der Explosion von dem... Wäre natürlich ein lustiges Easter Egg. Dass er ihr einfach das Make-up gibt. Sie es so kommentarlos einsteckt. Okay. This is evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. I don't need it. Lena. Good news, Leon. We found a way to defeat the virus. Ja. Copy that. Run away back. Und die Weltpopulation ist ein bisschen gesunken durch diese Stadt in China. Was gar nicht so schlecht wäre. Ja, theoretisch ist das gar nicht mal so verkehrt, ja. Du bist eigentlich noch richtig dreckig. Wenn ich zurückgelehnt hast, einen Quicktime-Event reinbauen. Schön so eine Sekunde vor Schluss. Ja, nochmal eins, wie du einen Helikopter startest. Wenn du es nicht vernünftig passt, spierst du ab oder so. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja gut, ich bin auf jeden Fall hoch erfreut darüber, dass ich mir jetzt aus deinem Video dann... dass ich jetzt warten kann, um die Videos zu verarbeiten. Also vom letzten Kapitel. Damit ich mir aus deinem die Cutscenes rauscutten kann. Scheiße. Kannst du dir vorstellen. Und das Klettern. Eigentlich müsste ich mit. Nee, das Klettern kann ich nicht rausmachen. Da sind sicher deine Perspektive. Also eine Scheiße, jetzt laufen wieder die ewig langen Credits. Ich wollte die Wertung sehen. Naja, vielleicht gibt's noch mal ein, zwei coole Lieder. Also am besten fand ich bis jetzt das von Jake. Ja, definitiv. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, bis jetzt immer noch, finde ich, obwohl alle mit ein bisschen Ärger und ein bisschen Wut bis jetzt verbunden waren, natürlich auch mit ganz coolen Sachen, muss ich immer noch sagen, ich finde das, was man insgesamt mit Leon spielt, glaube ich, bis jetzt am coolsten. Bleibt dabei, weil es halt viel, unglaublich viel cineastischen guten Scheiß bietet. Das letzte Kapitel ist eh. Das ist
ein Mix aus Scheiße, Leid und Qual. Ja. Aber ich glaube, ich hatte jetzt schon keine Lust auf den Affenjungen mit der. Ja, den musst du ja nicht spielen. Aber ich muss ihn hören. Ja, das lang. Stimmt. Oh, wobei die Stimme von Chris auch unausstehlich ist auf Deutsch. Ja. Das hört sich an wie eine Krähe. Ja, das habe ich bei meinem Resident Evil 8 Walkthrough auch schon gesagt. Er hat ja quasi immer die angleichende, genauso wie im Englischen die angleichende Stimme hat. Und im Englischen ist ultimativ cool. Aber auf Deutsch wie ein Lutscher. Nicht so schlimm wie der Typ von Mass Effect, aber schon ja. Lutscher-mäßig. Also ich bin dafür, in der Resident Evil-Serie sollten sie einfach von deutscher Synchronisation wieder weggehen und diese eine Serie bitte nur auf Englisch laufen lassen, was Stimmen angeht. Ich würde nichts gegensprechen. Räumen lenken, genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen freue ich mich sogar schon auf den Horror-Schwierigkeitsgrad. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was da dann passiert. Ist da dann ein Treffer tot oder was? Oder die Quicktime-Events sind noch ein bisschen quicker. Also teilweise ging ja gar nicht mehr quicker, ne? Also das mit dem Mixer, wo ich da reingerutscht bin mit dem Vieh, die letzte Sache, die du drücken musstest, so schnell konntest du gar nicht reagieren. Ich glaube, da bin ich aber bei unserer letzten Session von der Story hier auch 12-mal durchgehäckselt worden, ja. Popucci ist hier. Der faule Rote. Ja. Na, willst du auch eine Energy-Dose trinken? Ich habe mir jetzt schon wieder eine aufgemacht, das hätte ich glaube ich gar nicht machen sollen. Ich bin schon total verballert im Hören, weil ich so viel Energy getrunken habe. Ewig keinen mehr getrunken. Vicky hat sich vorhin so ein Monster reingezogen, das war Zero. Das war silberne Dose mit ein bisschen Metallicblau drauf. Und das hat also ich habe nur einen Minischluck probiert. Das war absolut widerwärtig. Das war hat geschmeckt, wie als wenn du in einem Wasser so eine Vitamintablette auflöst. Boah. Oder am besten noch, als hättest du das Meister-Proper-Konzentrat in den Wischeimer gekippt. Ja, ja. Der Geruch quasi auf der Zunge. Monster Energy Klostein. Ja. Ich habe schon ewig keine normalen mal davon getrunken mit Zucker, aber das war. Ich glaube, da würde ich 3 Dosen mit Zucker trinken und total auf Laser sein, anstatt ich so ein Zeug trinke, was sie vorhin getrunken hat. Ich bin immer noch dafür, dass sie. Also ich wäre immer noch dafür, dass sie von dem. Anstatt dass sie von dem Resident Evil 4 Remaster machen. Weil von 4 und 5 brauchst du keins. Das sind perfekt spielbare Spiele. Ich wäre viel eher dafür, dass die das hier nochmal leben und wirklich, was scheiße ist, ausbügeln. Und dann halt mit einer 2022er Grafik machen oder 23er Grafik.
Ich finde, das Spiel hat es viel nötiger. Weil eigentlich könnte das richtig, richtig, richtig gut sein. Ja. Wie gesagt, also allein eine anständige Kamera wird das Spiel schon 50% besser machen. Genau. Eine anständige Kamera, teilweise besser, also Quicktime, alles Mögliche, was du überspringst. Gameplay, bessere Quicktime. Hitscan. Ja, genau. Und dass du nicht ins Leere schlägst. Ja. Dass, wenn dir angezeigt wird, dass du einen Platz stampfen kannst, dass du dann auch wirklich auf den Kopf klopfst und nicht zwischen die Beine. Ja. Wäre eigentlich fast schlimmer als auf den Kopf. Ja, ey, wenn du das Pacing hier raushaust, ne, und die Kamera, dann hast du mit dem Spiel echt bei viel mehr Leuten gewonnen, als du es damals hattest. Ich hab das Gefühl, die Credits werden immer länger. Ja, ich weiß es nicht, kann ja sein. Dann ist noch ein Quicktime-Event, um die Credits abzustellen. Ja, vielleicht gibt's ja eins. Nein, Makoto. Ist Kanako Tsujimoto? Auch ein interessanter Name. Zumindest war es noch. Wirkte es noch mehr von Japan dominiert. Bei den Polen sieht das jedes Mal so aus, als hättest du einmal auf die Tastatur geschlagen beim Nachnamen. Ja, beim Pan schon. Also der ballert jetzt aber auch ein paar Dinger durch, ne? Was kommt denn? Haut er jetzt alle 800 Sprachen drauf in das Spiel? Weißt du, oh, ein angenehmer Nachname. Wollen wir nochmal 12 mal ein C reinhauen und 3 Zs? Oh, wir sind, glaube ich, am Ende. Special thanks to Valve. Bin ich mal gespannt, ob wir hier auch noch ein Special Ending hatten. Das weiß ich nämlich bei dem Ding gar nicht mehr. Das von Jake hatte ich ja schon versaut. Das ist in meiner Aufnahme gar nicht drin, die ich hochgeladen habe. Ja, hast du das mal in den Credits gesehen? Aggressor Group. Ja, Aggressor Group. Kamera zuständig. Ja. Ja, mindestens. Kooperieren, Alter, mit Valve und Left 4 Dead und sowas. Also die hätten echt mega was aus diesem Scheißspiel machen können, ey. Ja. Trauer Left 4 Dead immer noch hinterher. Ja. Das Back 4 Blood ist so ein dampfender Haufen Scheiße. Also ich gesehen, dass alles, was gut war an Left 4 Dead 2 beispielsweise, einfach nur von Valve kam. Ja. Ich bin froh, dass ich das Dings noch gar nicht gespielt habe. Kaufst du nicht. Allerhöchstens für den Fünfer. Ja. Ne, erstmal werde ich sowieso nicht. Würde ich das sowieso nicht tun. Ich möchte... Will erst sehen. Oh. Ja. '92 bis 2013... gerade mal 21 gewesen. Sieht aber definitiv älter aus. Ja, ne? Finde ich auch. Na gut, gehalten hat sich nicht. Na, vielleicht reift die am Alter nicht mehr so viel. Also, diese Sekretärin, die den beiden hilft, keine Ahnung, ob sie einen Namen hat. Ja, das ist Cunningham. Die ist aus... Ich könnte wetten, die habe ich in Metal Gear auch schon gesehen. Wird reinpassen. Die hast du vielleicht damals bei Resident Evil 4 gesehen, weil die hat Leon seitdem dabei. Also die ist immer seine Videokonferenzfrau. Für die sieht aus wie von Metal Gear Rising Revengeance. Vielleicht haben sie sich ja das als Vorbild genommen. Nee, umgekehrt dann eher, ne? The President would have done the same. Präsident hätte gar nichts getan, eine Kugel im Schädel. Ja. Alright.
Shall we go join the team? Finde ich so geil am Ende von Resident Evil 4, Leon, wo sie ihre Brille abhat, die Cunningham. No glasses, Cunningham. Forget the glasses. For the next time you see her. Women. So, jetzt wollen wir ein großes Hey von euch zuschauen. Alter, 90 fucking... Siehst du, das war, weil du den scheiß Raketenwerfer abgefeuert hast. Das ist der einzige Grund. 90 fucking Prozent. Und ja, dafür dann ein A. Na, danke für nichts. Wegen... Wahrscheinlich weil, wegen dem einen Tod nur bei dir, ne? Ja, kann ja nur wegen dem Tod sein. Ist auch schön, ich habe original den einen Gegner mehr, also quasi den Endboss. Ja, ist aber eine geile Abschluss. Also ich finde die Statistik jetzt hier so zum Abschluss, finde ich die cool irgendwie. Weil sich das so unglaublich angleicht eigentlich. Also bis auf die Prozent von deinem scheiß Raketenwerfer. Ja, ja, von meinem Raketenwerfer. Ja, es war der Raketenwerfer. Wir alle wissen das. Es lässt sich nicht verleugnen. Ja gut, Leute. Von meinem Kanal aus schon mal danke fürs Zuschauen. Das war's mit Leon und Helena. Und wir sehen uns beim besten Abschnitt des Spiels demnächst wieder, indem ich meinen Lieblingscharakter aus der ganzen Spielereihe spiele. Wahrscheinlich ist er der Lieblingscharakter aller Resident Evil Spieler. Und ich kann es kaum erwarten, mit ihm durchzustarten. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Lasst euch da nicht versauen, ihr wisst. 365 Tage, das Leben ist kurz, genießt es. Ciao, ciao.